So, und zwar bin ich heute doch mit Red Dead Online. Ich möchte mal da wieder hineinschauen. Was gibt es Neues? Weil Rockstar hat ja ein Riesen-Update jetzt wieder herausgebracht. Und zwar gibt es Dankeschön-Geschenke, neue Kleidung, XP-Belohnungen, Rabatte auf Lagerhunde und mehr und. Also, ja, überhaupt für neue Spieler, die bekommen ist gut. Für neue Spieler gab es das bis 3. Februar. Der 3. Februar ist leider schon vorbei. Die bekamen einen Revolver, ein Vermintgewehr, ja, das Munitionspaket und so weiter. Also Geschenke, Geschenke, Geschenke. Aber leider, die gab es nur bis zum 3. Februar. Es gibt jetzt aber auch weiterhin für neue Spieler, die jetzt erst beginnen wollen, um 5 € 4,99 € so ein Einführungsangebot, das eine eigenständige Version von Red Dead Online enthält im PlayStation Store. Also deshalb denke ich, haben vielleicht jetzt viele erst angefangen zu spielen. Dieses Paket beinhaltet Gutscheine, Angebote und ja, also ein Gutschein für ein kostenloses Pferd bis Rang 39, einen Gutschein für einen kostenlosen Stellplatz, einen Gutschein für 5000 Club XP und noch weiter Gutscheine, Gutscheine, Gutscheine. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen. Man kann sich das eh alles durchlesen. Also, da hat Rockstar jetzt doch etwas zurückgeschalten. Ja, mit den Preisen. Ja, ich habe das Spiel damals eigentlich wegen der Story gekauft. Ist schon lange her. Und ist ja auch schon ein älteres Spiel. Ich warte eigentlich, vielleicht gibt es ja bald einen dritten Teil, weil die Pferde sind echt hammermäßig. Ja, ich möchte jetzt hier nur mal kurz, also wir stehen noch immer beim Outlaw Pass. Da möchte ich jetzt mal kurz reinschauen, bevor man da, ja, damit ihr mal was seht, ja, von Red Dead Online. Ja. Der Outlaw Pass Nummer 4 sozusagen ist nämlich gerade ein Upgrade, ja, und ist bis zum 15. März erhältlich und bietet 100 Ränge zum Freischalten. Bis zum 15. März, ob das schaffbar ist. Man bekommt warme Kleidung, neue Broschüren, Taschen, ein Rollen-XP von 15%, neue Pferdeminen, Schweife, das ist immer nett, ja. Und Goldbahn, die braucht man ja immer in Red Dead Online. So, die Ladezeit dauert jetzt schon echt lang. Deswegen kürzen wir es gleich mal hier ab. So. Ja, und ihr seht, ich habe hier beim Outlaw Pass 4 noch gar nichts freigeschalten. Also, ob ich bis zum 15. März das noch schaffen kann, ist für mich unmöglich, aber ich kann natürlich ein paar Dinge noch freischalten, die vorne zum Freischalten sind. Ja, hinten wird es dann natürlich eher interessant, wenn man natürlich schon die ersten freigeschalten hat. Aber nicht so schlimm, ich spiele Red Dead Online ja nicht mehr aktiv, nur mehr so ab und zu, wie es halt einfach mal Spaß macht oder wenn man Zeit hat. So, dann habe ich mal gleich das Spiel gestartet und zwar. Ja, gleich mal XP bekommen, eine Auszeichnung, Jagd, okay. Ja, beim Jagen war ich immer gut. Ich muss mich da aber jetzt wirklich einmal wieder reinversetzen, ja. Ja, ist echt schwierig, weil ich schon lange nicht mehr hier war. Hier mein Pferdchen, mein Whisky. Ja, schaut ja auch aus wie ein Whisky, sorry. Ja. Und mein Missouri Foxtrotter, das ist ein echt super Pferd. Hier natürlich ist der ganze Stall voll mit Pferden. Bei mir, ihr seht jetzt hier an den Werten, die Geschwindigkeit kann kein Araber übersteigen vom Foxtrotter. Dafür ist er in der Beschleunigung nicht so gut wie ein Araber. Ich habe einen schwarzen Araber, einen weißen und den Missouri Foxtrotter. Und den nehme ich am liebsten zum Jagen und auch für Missionen, weil der erschreckt nicht so leicht, ist ein gutes Pferd, wirklich. Also
Jeder, der es gespielt hat oder spielt, sieht sofort den Unterschied, ja, wenn man drauf reitet. So, dann schauen wir mal auf die Karte. Ich bin jetzt hier sehr alleine auf der Karte, da ich keinen Free Room betreten habe, wo andere Spieler drinnen sind. Deshalb werde ich das mal gleich ändern. So, und dann betrete ich mal einen Free Room. Er sagt mir eh, möchte ich das wirklich? Alle Fortschritte werden jetzt natürlich nicht gespeichert. Und wir überspringen jetzt mal die Zeit. Das ist ja Hammerladezeit schon wieder. So, und jetzt bin ich in einem Free Room. Oben sieht man es ganz links, dass ich jetzt bei Events oder Aktivitäten mit anderen Spielern teilnehmen kann. Und da bekommt man natürlich XP. Und man hat auch immer etwas Gold bekommen, ganz wenig. Also das sind 0,0 irgendwas. Also bis man da mal einen Goldbarren zusammen hat. Ich möchte mal zum Lager, da ich Händler bin, und mal schauen, was. Ja, ich muss ja auch meine Waren verkaufen. Und danach möchte ich einfach mal in meinen Reitstall schauen. Vielleicht gibt es ja doch neue Pferde, was ich zwar nicht glaube. Ja. Und hier gibt es zum Beispiel gerade eine Einladung. Ja, ich sage mal, auf zum Lager und mal schauen, was sind da für Missionen. Ich werde sicher wieder Waren exportieren müssen. Ja, ich muss mich aber hier dann natürlich auch wieder einspielen. Ihr werdet es dann sehen. So, mein Whisky ist jetzt eh dafür perfekt für Missionen. Ich werde danach das Pferd tauschen, dann seht ihr auch den Unterschied. Warum ich lieber dieses Pferd reite. Die anderen sind hübscher, sind schneller, also schneller nicht, wendiger. Die Araber sind die Elite-Pferde. Der Missouri Foxtrotter ist um einen Punkt schneller, dafür nicht so wendig wie der Araber. Ich fütter jetzt mal mein Pferdchen hier und dann geht's los. Den habe ich ja schon lange jetzt nicht mehr geritten. Der braucht ja auch etwas Futter für die Reise und los geht's. Vielleicht sehen wir ja auch ein paar Tierchen am Weg, die wir mitnehmen können für unser Lager. Ihr seht eh, die Wendigkeit von diesem Pferd ist jetzt nicht so gut wie beim Araber. Der Araber kann echt schnell wenden. Also für die Rennserie habe ich schon alle Pferde versucht, also die Elite-Pferde und die Missouri Foxtrotter. Dafür, dass er nicht so schnell wendet, das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Ich schieße da mal rum, weil, ja, habe schon lange keine Waffen mehr benutzt hier. Und ja, also es ist richtig gewöhnungsbedürftig. Am Anfang kurz und dann kommt man so gut mit den Waffen zurecht. Dadurch, dass ich jetzt länger nicht gespielt habe, ja, wäre es jetzt mal gut, wenn ich jetzt hier ein Tier jage, um mich mal wieder einzuspielen. Ja, ich nehme mal eine Waffe, ist am besten. Und schau mal. Ah, okay, ich habe eins mit Zielfernrohr erwischt. Und dann hat man ja auch genau den Dead-Eye-Modus und der ist echt gut, überhaupt gegen andere Spieler. Ja, und welchen Hut habe ich denn da jetzt auf? Das sehe ich gerade. Egal, es geht nämlich auch um die Karten, also mein Hut fängt immer einen Schuss ab, ja, wenn jetzt ein feindlicher Spieler. Ich verstärke jetzt mal mein Dead-Eye. Ja, und los geht's. Reiten wir mal einfach drauf los. Ihr seht eh, also wunderschön gemacht, die Grafik. Also Rockstar hat sich echt Mühe gegeben mit den ganzen Glitches und Problemen. Ja, damit konnte halt keiner rechnen. Es hat halt sehr viele Spieler verjagt. Und ihr seht, hier ist ein Alligator, ja. Und dieses Pferd hier ist nicht so schreckhaft, ja. Wenn ich jetzt auf einer Araber sitzen würde, würde mich schon längst abwerfen, ja.
Ja, die sind sehr schreckhaft, die Araber. Und der Missouri Foxtrotter ist einfach ein gutes Pferd zum Jagen. Ja, ist halt nicht so wendig. Also man muss halt immer schauen, was braucht man gerade. Ich suche jetzt den Alligator, aber der ist, glaube ich, schon weg. Ja, ich sehe da noch was blubbern. Ja. Aber ich weiß eine gute Position, wo man jagen kann. Deshalb machen wir mal hier gleich mal einen Cut, ja, bis zum Lager. Sonst dauert das Video wieder ewig. So, und da ist mein Lager. Willkommen zurück. Danke. Und natürlich schauen wir mal, was hat er für mich für eine Mission. Wahrscheinlich muss ich irgendwo Waren hinbefördern. Okay, das ist meine Handelskrebshandelsgesellschaft, das heißt wir eigentlich eh überall gleich. Materialien haben wir reichlich. Produktion ist in Betrieb. Waren 17 von 100. Also könnten wir schon mal transportieren. Ja, und ich würde sagen, starten wir die Mission gleich mal. So sieht das jetzt aus. Bringe die Waren zum Bahnhof von Rhodes. Das werden wir jetzt machen. Wir bekommen auch XP. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Also man hat eine Zeit, eine bestimmte Zeit, die man einhalten muss. Man darf keinen Baum erwischen oder irgendwo dagegen fahren. Also wenn die Waren beschädigt sind, ist die Mission auch fehlgeschlagen. Ja, also vorsichtig oder etwas langsamer um die Kurven fahren. Überhaupt, wenn es dann so in die Stadt reingeht. Hier auf der Straße geht es ja noch. Ja, wenn man das als Straße bezeichnen kann, ist ganz lustig, auf so einem Wagen zu fahren. Das habe ich anfangs sehr oft gemacht im Online-Modus. Einfach mit einem Team zusammengeschlossen. Meistens hat man dann das gleiche Team gehabt. Und ja, dann musste man halt aufpassen, dass andere Spieler die Wagen nicht angreifen. Also man musste sich verteidigen. Und wenn wir es geschafft haben, da durchzukommen, das heißt, zwei Personen fahren den Wagen und alle reiten rundherum und beschützen die zwei. Ja, und wenn die Angreifer es aber geschafft haben, ja, und die Mission fehlgeschlagen ist, dann war das halt dann auch ärgerlich, aber wir waren immer eine große Truppe. Und somit war das dann immer ganz easy. Ja, da hat es dann doch Spaß gemacht. Aber ja, es waren dann doch so viele Hacker, Glitches und so viele Probleme mit der Zeit dann. Leider, leider. Ja, weil es ist ein Spiel, was man halt einfach spielen kann, wenn man Zeit hat. Auch wenn man es aktiv spielt, ja, es nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch, ja, und so soll es ja auch sein. Es soll einfach nur Spaß machen und alleine macht es halt einfach nicht so viel Spaß. Es macht halt einfach mehr Spaß, wenn man mit anderen Spielern spielt. Aber natürlich, wenn dann Leute mit Glitches versuchen oder ja, oder nur zum Beispiel, man geht jagen. Sein hart verdientes Geld, also man will die Waren verkaufen und die warten schon beim Schlachter, ja, und versuchen dir dann die Waren abzunehmen, die du jetzt stundenlang gefarmt hast und du kannst sie nicht verkaufen und sie schießen dich, dann sind die Waren weg gewesen. Also das war echt so, jetzt sind wir mal da. Echt mega. Und das haben sie jetzt aber auch geändert, dass es nicht mehr so geht. So, die Herausforderungsserie. Aber ich bin ja gleich da. Da vorne, wo der gelbe Punkt ist. Da muss ich hin. Ui, das sind jetzt ein paar Gegner.
Ja, ich wurde schon getroffen. Ich habe ja auch jetzt länger nicht gespielt und ich wollte eigentlich mal beim, ja, sozusagen bei den Tieren üben. Jetzt muss ich halt hier gleich mal meine Mission retten und die Banditen erledigen. Ja. Der versteckt sich da hinten. Ich renne jetzt einfach hin. Oder schieße ihn aus der Nähe so. Und der nächste. Auf der Karte sieht man das eh immer gut. Die roten Punkte. Aber ich habe auch die falsche Waffe. Ich glaube, das ist nicht so gut, weil normalerweise. Ja, ich probiere mal mit dem Revolver. Normalerweise ist das eher gut so von der Nähe, die Revolver sind. Ich wurde wieder getroffen. Die machen auch nicht so viel Schaden. Ah, Kopfschuss, passt, super. Spezialmunition, wieder ein Kill und weiter geht's. So. Ja, es ist wieder kurze Übung, dann geht's eh wieder. Weil das haben sie echt gut gemacht, muss ich schon sagen. Mit dem Zielen. Natürlich. Habe ich jetzt länger nicht gespielt. So. Wo sind? Da ist noch einer. Nein. Oh ja. Da steht von mir und ich treffe ihn nicht. Und ist schlecht. Jetzt wechsle ich die Waffe. Nochmal, das gibt's nicht. Aber genau, ja. Ein richtiges Gewehr. So, und weg ist er. Jetzt geht's los. Aber er ist richtig. Und wo seid ihr? Da ist noch einer. Und das ist jetzt mein Dead-Eye. Und damit bewegt sich auch die Zeit etwas langsamer und tot ist er. Mission abgeschlossen. Die Waren wurden verkauft. Super. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht keine Mission machen, aber ja, so ist es gekommen. Ja, und dann bekommt man XP fürs Dead Eye, 200 für den Händler, dann nochmal 200 XP, 200 Silber. Habe ich noch irgendwas bekommen? Ja, man sieht es eh rechts. Einiges. Und noch besuche den Sheriff. Das werden wir dann irgendwann einmal machen. Wenn ich wieder reinschaue, ich möchte jetzt mal in den Stall zu den Pferden und etwas jagen gehen. Da übt man am besten. Das mit der Mission. Ja, das ist jetzt einfach so gekommen. Ich habe jetzt eine Schnellreise gemacht nach Saint-Denis, damit es etwas schneller geht und das Video nicht wieder zu lang wird. Ja, das ist ja mein Problem. Hier ist mein Whisky. Auf geht's. So, ich möchte jetzt mal zur Post. Schauen, was da Neues gibt, was ich zugeschickt bekommen habe oder was ich im Katalog gekauft habe. Ja, ich sehe die. Ich habe da kurz jetzt mal auf Pause gedrückt, damit ihr das nicht auch noch seht. Ich reite eh schon so viel herum. Ja, und jetzt geht's ab in den Reitstall. Der ist eh gleich um die Ecke. Brauche ich das jetzt nicht anstoppen. So. Genau, hier sollte es sein. Oder irre ich mich da jetzt? Ich war schon lange nicht mehr. Im Reitstall, aber in Saint-Denis sollte er da unten sein.
Ich markiere es einmal. Sicher, sicher. Ah, ein Stückchen vorne ist er. Knapp daneben. Ihr werdet sehen, das Tor schaut echt ähnlich aus. Und hier geht es rein. Manchmal ist es eben zu, jetzt ist es offen. Und rein in den Reitstall. Natürlich ohne Waffe. Die lassen wir am Pferd. So, jetzt möchte ich mir meine Pferde ansehen, die ich habe. Und zwar ist das hier Black Pearl. Das ist ein Araber, ein Elitepferd und Snow White. Auch ein Araber, ein weißes. Der schwarze Araber ist jedoch besser von den statistischen Werten unten. Man sieht unten die Werte. Die gelben Werte, die dazukommen, die sind Verbesserungen durch den Sattel. Und die Grundwerte sind in weiß. Und wie ihr seht, hat der Raber einen Punkt weniger bei Geschwindigkeit als Grundwert. Ja. Dafür ist die Beschleunigung ja, um eines besser. Also um einen Punkt besser. Und das ist eigentlich der Unterschied. Und deshalb sind die Araber einfach wendiger. Und bei der Beschleunigung viel schneller. Also richtige Rennpferde würde ich auch nicht sagen, aber doch. Also ja, für die Missionen, wo man gegen andere Spieler antritt. In Rennserien sind die Araber doch echt hammermäßig gut. Ich habe es schon mit allen versucht, weil natürlich der Missouri Foxtrotter dafür nicht so gut beschleunigt, aber er hat eine schnellere Geschwindigkeit. Und die Wendigkeit ist zwar auch nicht so gut, aber dafür passiert es einem nicht so oft, dass man irgendwo anstoßt oder aus der Kurve kommt. Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt hier drei Sättel. Einer ist echt teuer gewesen und das ist mein bester Sattel natürlich, der gibt echt viel. Das heißt, wenn ich jetzt das Pferd wechsle, ich möchte eigentlich auf das weiße Pferd, ja, sieht man jetzt in der Nacht sehr gut, aber der schwarze ist einfach das beste Pferd. Das schwarze Pferd gibt es, also den schwarzen Araber gibt es nur mit Gold zu kaufen. Den weißen kann man sich auch so erkaufen mit Dollar. Ja, ich kaufe hier jetzt mal eine Satteltasche. Und die kostet ganz schön viel. Die kostet 140 Dollar. Aber die gefällt mir gerade so gut. Ja, nein, die schwarze schaut ja nichts gleich. Ah, der rot, aber rot. Ich hätte sie gern. Ja, so wird sie dazu passen. Oder eventuell in weiß. Ja, das ist Geschmackssache. Aber wenn, ihr seht eh, da gehen die Dollar runter. Also wenn ich jetzt zwei Satteltaschen kaufe, eine in weiß, es ist auch eine verstärkte, das heißt, da passt mir hinein. Ja. Ja. Ich werde sie beide kaufen. Das sind dann gleich 280 Dollar von meinen 710. Aber da ich ja nicht so viel spiele, ich glaube, ich habe eigentlich gespart für einen neuen Sattel. Weil die Sättel sind echt hammermäßig. Nur es gibt jetzt, was ich gesehen habe, das werden wir uns auch gleich anschauen. So, die ist einmal gekauft, die weiße. Und dann kaufe ich mir noch die andere. So, jetzt gehört die auch noch mir. So, dann schauen wir mal gleich zum Missouri Foxtrotter. Vielleicht gibt es ja da neue Farben. Okay, den hat es schon gegeben. Diese Farbe auch, die gefällt mir echt gut. Kostet 200 Dollar mehr wie der an, also wie meiner. Den würde ich eventuell noch haben wollen.
Ja, aber sonst von den Farben her von Missouri, ja, ist der einzige, der mir jetzt so gefällt. Der ist auch nur für Gold erhältlich, CD 45 Goldbahn. Und ja, die sind auch alle sehr teuer. Ja, sind auch, deswegen sind sie auch echt hammer gute Pferde, genauso wie die Araber. Und ja, machen wir jetzt hier mal Schluss mit den Pferden. So, dann machen wir einen kurzen Blick auf die neuen Sättel. Ja, das sieht echt gut aus. Kostet 570, benötigt Naturkunde, Rang 1 zum Freischalten. Rang 1 zum Fre ist echt nicht schwierig. So, ich bin aber kein Naturkundler, aber das werde ich auf jeden Fall, oder einen zweiten habe ich mir noch freigeschalten. Also nicht nur Waren zu liefern. Dieser schwarze Sattel ist echt hammermäßig, benötigt aber Kopfgeld Rang 1, um diesen Sattel freizuschalten. Und es gibt natürlich auch Sättel, die man nicht freischalten muss, die man einfach so kaufen kann. Verbesserte, es steht immer unten mit einem roten Punkt zusätzlich, ob irgendwas noch vonnöten ist. Ja, ich gehe da jetzt nur mal ganz schnell durch. Wie gesagt, der schwarze mit dem Gold, das ist mir jetzt mal so ins Auge gesprungen für einen schwarzen Rappen. Und ja. Tja, und dann, ja, es gibt auf jeden Fall viele neue Sättel. Das war damals noch nicht so. Freut mich auf jeden Fall. Ich würde jetzt trotzdem hier schon mal einen Cut machen. Wir sind schon bei 27 Minuten, was ich gerade sehe. So, ich habe jetzt den schwarzen Araber gewählt. Ja, und jetzt mache ich jetzt hier mal kurz Pause, weil wir sind schon, das Video dauert schon sehr lange. Und eventuell, dass wir noch eine Mission anschließen. Ich glaube, ich werde dann ein zweites Video machen. So, ich schieße jetzt hier mal einmal wild um mich. Ein Zeuge hat mich gesehen, wie ich jemanden getötet habe. Also schnell aus der Stadt, ja. Im Galopp und so schnell es geht, der Polizei entkommen. Weil wenn die Polizei mal hinter dir her ist, dann ist man schnell tot, ja. Und dafür ist das Pferd bestens geeignet. Ihr seht eh, wie wendig, wie schnell es ist. Ja, und dann werde ich auch hier dann gleich einmal Schluss machen. Ich habe mich jetzt hier mal wieder eingespielt. Wem es interessiert, würde ich gerne so ein paar Highlights in einem anderen Video machen, weil dieses Video ist jetzt echt lang geworden. Und ihr seht, ich bin der Polizei jetzt schon fast entkommen. Nur mehr das H und das T. Und ja, dann wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß.